Was ist das denn? Das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht aus wie Girlanden? Luftschlangen? Sag mal, ist denn schon Fasching? Ja, gut, okay, theoretisch befinden wir uns in der Faschingszeit. Aber irgendwas passt da trotzdem nicht. Das sieht aus wie Verbandsmaterial. Moment, das ist Verbandsmaterial. Wer hängt hier Verbandsmaterial auf? Und vor allem, warum? Na gut. Lasst uns nicht weiter drüber nachdenken. Lasst uns einfach das Buch der Legenden aufschlagen und uns unserem heutigen Champion widmen. Heute geht es um Amumu, die traurige Mumie. Der als Amumu bekannte Yordle ist wohl einer der seltsamsten Champions in der Liga der Legenden. Über sein Leben vor dem Beitritt zur Liga weiß man nichts, selbst Amumu nicht. Das Einzige, woran er sich erinnern kann, ist nämlich, wie er ganz allein in einer Pyramide in der Shurima-Wüste erwachte. Er war in Mumienbandagen gewickelt und konnte seinen Herzschlag nicht mehr spüren. Außerdem fühlte er eine tiefe Trauer, die er sich nicht ganz erklären konnte. Er wusste zwar, dass er seine Eltern vermisste, aber er konnte sich nicht daran erinnern, wer sie waren. Amumu fiel auf die Knie und schluchzte in seine Bandagen. Was er auch tat, nichts konnte seine Tränen trocknen oder seine Trauer lindern. Schließlich stand er wieder auf, fest entschlossen, durch die Welt zu streifen und seine Vergangenheit aufzudecken. Amumu durchreiste den ganzen Süden Velorans. Eine Heldentat, die man nicht einfach ausblenden kann. Auch wenn Amumu noch nicht viel über seine Vergangenheit weiß, weiß er doch einiges darüber, wer er geworden ist. Höchstwahrscheinlich ist er untot, auch wenn ihm keine der bösen Eigenschaften typischer Untoter zuzuschreiben ist. Zudem scheint er sich immer von Ärger fernzuhalten. Amumu hat es fertiggebracht, den gesamten Süden Velorans zu durchstreifen, ohne dass ihm auch nur ein einziges Mal etwas Böses zugestoßen wäre. Er war einfach traurig und die Menschen und Wesen, die er traf, teilten im gleichen Augenblick seine Trauer. Letztendlich führte ihn sein Weg nach Norden, über die große Barriere zur Kriegsakademie, der Heimat der Liga. Amumus Geschichte fesselte die Beschwörer, die er dort traf, und sie luden ihn ein, an einer Liga-Beurteilung teilzunehmen. Sein Erfolg als Champion innerhalb der Liga hat Amumu etwas gegeben, was er sich sehnlichst wünschte: ein Heim. Nun, da sein momentanes Leben und beziehungsweise Unleben gesichert ist, hoffte er, dass die Freunde, die er gewonnen hatte, ihm helfen können, seine Vergangenheit zu enthüllen. Die Dinge mögen schlecht stehen, wenn Amumu weint, aber so richtig schlimm wird's, wenn er wütend ist. Es real.